Aktiviere deinen Handscanner. Hier kannst du so einiges katalogisieren. Wird auch Zeit, dass du kommst. Ich habe dir gesagt, dass du deine Zeit verschwendest, Dell. Ich schlage mich auf überhaupt keine Seite. Nie. Ich beobachte euch einfach nur und warte darauf, dass einer von euch einen Fehler macht, damit ich euch ausschalten kann. Wir werden sehen. Und Mathis, ich habe hier das Sagen. Also halt deine Fresse. Verstanden? Schön. Also gut, hergehört. Ich sage das nämlich nur einmal. Wir sind hier, um an Informationen über Kriegs Vermächtnis zu kommen. Nicht wegen Beute. Egal, was ihr findet, denkt nicht nach. Werdet nicht kreativ. Bringt es direkt zu mir. Falls das ein Witz sein soll, ich lache nicht. Du lachst schon genug, Delgado, wenn ich ihm den Schädel mit einem Brecheisen spalte, zum Beispiel. Okay, das reicht. Wenn ihr mit der Crimson Fleet fliegen wollt, müsst ihr eine einfache Regel befolgen. Auf einem Job macht ihr genau das, was ich sage, ohne Fragen. Wenn ihr damit ein Problem habt, sagt Bescheid. Dann lasse ich euch auf diesem Eisball zurück und ihr seid nach ein paar Stunden tot. Ja, ja. Na, versuch's doch mal. Ihr zwei könnt euch gerne gegenseitig umbringen. Nach dem Job. Verstanden? Ach ja, eine Sache noch. Dein Anhang hier kann bis zu den äußeren Gefängnistüren mitkommen. Aber rein lasse ich ihn verdammt nochmal nicht. Oh, sehr schön. Dann sauge ich hier einfach die wunderbar winterliche Atmosphäre des Planeten auf, bis ich unterkühle. Der Weg vom Landeplatz zum Schloss ist recht weit, also Bewegung!
Und ich wollte einen Kampf. Kein Grund zur Sorge. Da sind wir. Hier hat Jasper Crix das Fundament für die Suche nach dem Vermächtnis und für die Crimson Fleet gelegt. Das Schloss. Ungefähr 5 Jahre und angeblich hat er ab dem ersten Moment seine Flucht geplant. Stellt euch nicht so an. Na. Zwischen vorsichtig und feige ist ein gewaltiger Unterschied. Also passt lieber gut auf. Alle beide. Also weiter. Wir können nicht den ganzen Tag hier rumstehen. Die ID-Karte hat ein kleines Vermögen gekostet. Hoffentlich lohnt es sich. Wir sind drin. Los geht's.
klar. Muss schrecklich gewesen sein. Aber besser die als wir, oder? Wartet, seid mal still. Habt ihr das gehört? Was? Noch mehr von den Dingern? Schaltet sie alle aus. Thank you.
Da muss irgendwo ein Nest sein. Wahrscheinlich sind die Biester überall. Ja, und ihre Kumpels haben das Geballer sicher noch einen Kilometer weit weg gehört. Wären wir nicht mit Delgado unterwegs, würde ich dich dafür umlegen. Schluss jetzt! Wie konnte ich so blöd sein, euch beide gleichzeitig mitzunehmen? Also mal sehen. Wir sind wohl in einem Bereich für den Gefangenentransfer. Aber es ist alles abgeriegelt. Da ihr so gute Freunde seid, geht doch mit Mathis in den Kontrollraum und seht nach, ob ihr noch ein paar Türen öffnen könnt. Was zur Hölle machen wir jetzt? Den Plan? Wen interessiert der scheiß Plan? Sieh es ein. Wir sind auf uns allein gestellt. Warum? Weil seine loyalen kleinen Soldaten das so machen müssen? Vergiss es. Ich habe einen besseren Plan. Wir nutzen die Gelegenheit, um Delgado auszuschalten und gleichzeitig einen Batzen Credits zu verdienen. Wow, lass mich das doch erst mal kurz erklären. Tun wir mal kurz so, als hätte Delgado recht. Als gäbe es hier Informationen über Crixes Vermächtnis. Wenn wir ihn erst mal losgeworden sind, graben wir das Zeug selber aus und verkaufen alles an Neva. Dann schwimmen wir in Credits. Bist du irre? Ich bin doch nicht Delgados Spitzel. Ich reiß mir den Arsch auf, um Crimson Fleet Captain zu werden, genau wie du. Und falls es dir entgangen ist, wir sitzen beide hier fest. Wenn wir hier nicht rausfinden, meldet nie wieder irgendjemand irgendwas. Vergiss es. Wir wissen doch beide, dass alles, was wir hier über das Vermächtnis finden, eine Sackgasse ist. Wenn Neva ihr Leben lang Geistern hinterherjagen will, soll sie ruhig. Aber wir haben Wichtigeres zu tun. Unser Geld ausgeben zum Beispiel. Nein, vergiss es. Hör mir zu. Wir servieren Neva die Führung über die Crimson Fleet auf dem Silbertablett. Sie wird sich bedanken, dass wir Delgado ausgeschaltet haben. Ich meine, ich wette einen Monat Beuteanteil, dass er noch nie so angreifbar war. Es ist perfekt! Du gehst auf Nummer sicher, hä? Ist ein gutes Recht. Wehe, du unterstützt mich nicht, wenn es soweit ist. Und jetzt suchen wir einen Weg hier raus. Sag's dir. Ich tu mir nie wieder Eis und Drink. Ich wette, die Dinger kriechen direkt hinter den Wänden rum.
Okay, Sautsch. Was zur Hölle ist bitte so wichtig, dass ich um diese Uhrzeit aus dem A-Block herkommen soll? Kennst du Jasper Craigs im D-Block? Der will ausbrechen und er will, dass ich mitkomme. Craigs glaubt echt, dass er aus dem Schloss ausbrechen kann? Warum höre ich das erst jetzt? Craigs hat es nur den paar Leuten gesagt, denen er vertraut. Wir müssen es geheim halten, sonst legt er uns um. Und warum erzählst du es mir dann bitte? Komm schon, muss ich dir das echt erklären? Weil ich dich mag, Rickard. Und will, dass du mitkommst. Wir treffen uns seit Monaten in dem Lagerraum um. Du weißt schon, ich hatte gehofft, dass da noch ein bisschen mehr ist. Mann, Sautsch, ich wusste nicht, dass dir das so geht. Gib einfach Bescheid, dann... Oh, scheiße. Ich habe die Aufnahme nicht gestoppt. Aufnahme? Scheiße, was? Rickard! Wir treffen uns nie so spät hier unten. Ich dachte, du willst mich umbringen, okay? Dich umbringen? Himmel, nein. Ich liebe dich, okay? Muss ich es echt sagen? Tut mir leid, Baby. Ich schalte das Ding aus und entschuldige mich, okay? Wie können diese Dinger bei der Kälte überleben? Ist doch scheiße. Ach, man muss hier doch irgendwie rauskommen, verdammt. Stell dir vor, du wirst in dieses Loch geworfen, um zu verrotten. Die armen Schweine. Ist da oben jemand? Hört mich einer von euch beiden? Lebt da oben noch jemand? Lasst den Scheiß und geht ran! Verwendet das Intercom! Scheiße! Ist jemand da? Ich warte auf Antwort! Bitte kommen! Wenn wir schon den Müll durchwühlen, können wir uns auch was Schönes mitnehmen. Scheiße! Ist das Ding überhaupt an? Komm schon, die Türen müssen aufgehen. Hallo? Hallo! Hey, ihr da oben! Verwendet das Intercom! Lebt da oben noch jemand? Hört mich einer von euch beiden? Scheiße! Ist das Ding überhaupt an? Komm schon, die Türen müssen aufgehen. Hast du das gehört? Nee. Zwei hat es also echt geschafft. Ich drehe hier langsam durch. Machst du Witze? Nach dem, was gerade war? Nach dem Eisbruch wusste ich nicht, was los ist. Ich dachte, ihr zwei seid zerquetscht worden. Klopft euch den Staub ab und hört zu. Wir sind offenbar hier eingesperrt, also müsst ihr zwei Dinge tun. Erstens müsst ihr weiter nach einem Weg suchen, die restlichen Türen hier unten aufzukriegen, sonst bleibe ich ewig hier. Und zweitens versucht, irgendwas über Jasper Craigs rauszukriegen. Habt ihr verstanden?
soll nicht auf dumme Ideen kommen, sonst weide ich ihn aus. Abriegelungsmodus wurde widerrufen. Muss die UC viel Geld gekostet haben, den Laden hier zu verlieren. Geschieht Ihnen recht. Jahre alt, ja? Unglaublich, dass das Ding noch nicht eingekracht ist. Wir zahlen uns nicht genug, um in diesem Schrotthaufen herumzuwühlen. Ich muss mich dann bei Delgado bedanken, dass er uns einfach sitzen gelassen hat.
unglaublich, dass hier die Fleet angefangen hat. Das ist Geschichte, Mann. Echt krass. Deine Einzelteile! Ich dachte, wir machen was Lustiges, zum Beispiel eine Bank ausrauben oder so. Mann, was würde ich für eine Weltraumheizung und eine heiße Tasse bei Bock geben? Stell dir vor, du wirst in dieses Loch geworfen, um zu verrotten. Die armen Schweine.
Muss mich dann bei Delgado bedanken, dass er uns einfach sitzen gelassen hat. Hast du über die Sache nachgedacht? Ja, klar. Du hast es doch gesehen. Diese Dinger, was das auch war, haben ihn wahrscheinlich längst zerfetzt, haben uns die Arbeit abgenommen. Und wenn nicht, kriegen wir es trotzdem hin. Wir müssen uns nur ein bisschen die Hände schmutzig machen. Wäre ja nicht das erste Mal, oder? Da ist was dran. Alles klar, du gibst vorerst den Ton an. Okay, und was machen wir jetzt, nachdem wir beim Wachturm sind, Superhirn? Einfach weiter wie bisher. Okay, gut, dass ich gefragt habe. Wir sollten zuerst mal im Turm nachsehen, ob wir herausfinden, wo Cricks Zelle war. Falls er da irgendwo nützliche Informationen versteckt hat, sind sie vielleicht noch da. Was würde ich für eine Weltraumheizung und eine heiße Tasse bei Bock geben? Ach, man muss hier doch irgendwie rauskommen, verdammt!
alle D-Leute jenseits alt. Okay, ist immerhin ein Anfang. Direkt hinter den Wänden rum. Sieh dir die Zelle an. Kein Wunder, dass Trix hier weg wollte. Ich habe ihn ausgequetscht.
Das Schiff heißt Legacy und war ein Transporter der Galbank. Ist im Krieg irgendwann in einem abgelegenen System abgestürzt. Genau auf so ein Ding habe ich gewartet. Ich muss Carter Bescheid geben, dass wir bald von diesem Felsen verschwinden. Er hilft dem Mining-Team, sich in die Putzkammer im Lüftungsraum zu schleichen. Da graben wir, nicht nach oben, sondern durch. Direkt in die Waffenkammer. Carter sagt, dass die Codes aller Terminals im Schloss regelmäßig geändert werden. Wir müssen das Ganze also sorgfältig koordinieren. Vorerst verwenden wir mal seinen Spind im Duschbereich als Versteck für den Code zur Putzkammer. Nächsten Monat um die Zeit müsste ich aus diesem Drecksloch raus sein und ein Konto voller Credits haben. Delgado hatte recht. Kriegs muss den Galbank-Transport überfallen und das Geld irgendwo versteckt haben oder so. Wenn wir das richtig angehen, sind wir bald so richtig stinkreich. Sie viel Geld gekostet haben, den Laden hier zu verlieren. Geschieht Ihnen recht. Wie wütend die Gefangenen gewesen sein müssen. Da wäre ich echt nicht gern Wache gewesen. Wenn der Tunnel die Waffenkammer erreicht hat,
starten meine Leute eine Revolte. Wenn du das Feuerwerk hörst, schwing deinen Arsch zur Shuttle-Rampe. Wir haben nur eine Chance. Wenn wir es richtig machen, sind wir dem Schatz auf der Legacy einen Schritt näher. Wenn du den Wachen was verrätst. Naja, du weißt ja, was dann passiert. Erledige ich doch mit links. Was zum... Sie sind weg. Hast du das gehört? Nee, vergiss es. Ich drehe hier langsam durch. Schon den Müll durchführen, können wir uns auch was Schönes mitnehmen.
dich mit einem Flieter anlegen? Wir zahlen uns nicht genug, um in diesem Schrotthaufen herumzuwühlen. War das eine Waffenkammer? Ja, sieht aus, als hätten sie alles leergeräumt. Oha, was haben wir denn hier? Sekunde kurz. Dürfte nützlich sein. Jahre alt, ja? Unglaublich, dass das Ding noch nicht eingekracht ist. Ich dachte, wir machen was Lustiges, zum Beispiel eine Bank ausrauben oder so. Blut hier drüben!
schon den Müll durchwühlen, können wir uns auch was Schönes mitnehmen. Ich muss mich dann bei Delgado bedanken, dass er uns einfach sitzen gelassen hat.
ich echt nicht gern Wache gewesen. Ich wette, die Dinger kriechen direkt hinter den Wänden rum. Und ich dachte, wir machen was Lustiges, zum Beispiel eine Bank ausrauben. Das war wohl das Büro des Direktors. Das Büro liegt direkt neben der Shuttle-Rampe. Wohl, um schnell abhauen zu können. Clever. Wo warst du denn so lange? Geh ans Intercom, wir müssen reden. Wenn das wieder wäre, geh ans Intercom des Direktors beim Fenster. Endlich. Ich wollte schon aufgeben.
Scheiß und geh ran! Hat ja ewig gedauert. Geh ans Intercom des Direktors beim Fenster. Hoffentlich habt ihr was gefunden. Ich bin's nämlich langsam leid, hier festzusitzen. Ich wusste es. Alle haben gesagt, ich wäre verrückt, aber ich wusste, dass wir hier unten die Antworten finden. Und ich habe mir die richtige Hilfe gesucht. Yep, so sieht's aus. Das war richtig gute Teamarbeit. Wir haben die ganze Zeit zusammengearbeitet, Dell. Ist das Mathis? Der soll die Klappe halten. Ich muss nachdenken. Ja, sorry, Dell. Mach ruhig. Okay. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie von diesem Planeten runter. Mal sehen. Da haben wir's. Ich sehe mir die Baupläne für das Schloss an und ich glaube, wir kriegen euch von da nicht zurück an die Oberfläche. Aber ich kann die Außentüren zur Shuttle-Rampe öffnen und ihr könnt mit einem der Shuttles da unten direkt zum Schlüssel fliegen. Den Plänen zufolge gibt es einen Notausgang, über den ich zurück an die Oberfläche komme. Dann muss ich nur noch kurz übers Eis zu meinem Schiff und bin wahrscheinlich vor euch auf dem Schlüssel. Keine Angst wegen deinem Schiff. Ich lasse es abholen. Schwing du einfach deinen Arsch in das Shuttle und verschwinde von hier. Gute Antwort. Du lernst schnell. Okay, mal sehen. Mit einem davon geht wohl die Tür auf. Shuttle-Rampe aktiviert. Beginne Enteisen. Bitte warten. Yep, Volltreffer. Könnte aber eine Weile dauern. Die Türen wurden seit fast 100 Jahren nicht geöffnet. Fantastisch gemacht, Neuling. Wir unterhalten uns auf dem Schlüssel. Hey, weißt du, ich wollte mich nur bedanken, dass du die Lorbeeren nicht allein eingeheimst hast. Stimmt. Naja, trotzdem vielen Dank. Pass auf, diese Sache mit Lass uns Delgado umlegen, vergessen wir einfach, dass ich das gesagt habe, ja? Ist nie passiert. Danke. Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Und jetzt verschwinden wir endlich.
düsen wir drauf los. Gibt es bestimmt das ein oder andere gute Angebot. Zumindest, wenn dich das Blut auf dem gestohlenen Zeug nicht stört. Warum hat das so lange gedauert? Wird auch Zeit. Ich wollte schon runter und eure Leichen plündern. Nicht jetzt, Neva. Also, ihr habt was gefunden. Her damit. Das ist alles? Nur eine Slate? Bei so vielen Verlusten ist das besser eine Karte mit einem großen roten X drauf. Treffel auch. Mit Vermächtnis war nicht Kriegs Schatz gemeint, sondern ein Schiff. Die Legacy, also Vermächtnis. Ein Galbank-Transporter voller Credits. Ich habe noch nie von irgendeinem abgestürzten Galbank-Schiff gehört. Und selbst wenn es das Schiff gibt, wurde es sicher längst geplündert. Nein, Neva, denk nach. Wenn die Galbank das vertuscht hat und es mit der Zeit in Vergessenheit geraten ist, wusste keiner davon. Okay, das ändert die Sachlage. Nachdem wir jetzt wissen, worum es geht, müssen wir die Suche eingrenzen. Und die Aufnahme beweist, dass das Schiff irgendwo im All ist. Wir müssen es nur finden. Fangen wir mal damit an, was wir wissen. Das Schiff war von der Galbank, also hat die Bank Akten darüber, wo es verschwunden ist. Neva, hattest du nicht an einem Deal mit Rokoff gearbeitet? Irgendeine Wohltätigkeitsgala auf einem Trident Starliner? Ernsthaft? Ich arbeite seit 3 Monaten an der Sache. Das ist mein Projekt. Meine Güte, kannst du mal das Projekt vergessen und dein Hirn einschalten? Auf dem Starliner gibt es eine Galbank VIP Suite. Und das heißt... Komm schon, ist nicht so schwer. Das heißt, dass ein Galbank Manager an Bord ist. Wir schnappen uns seinen Zugangspass und sehen uns im Galbank-Archiv in New Atlantis um. Ach du Scheiße, das könnte echt klappen. Ich schreibe sofort Rokoff. Pack deine Koffer, Neuling. Ab in den Urlaub. Und nimm die Waffe mit. Du hast sie dir verdient und sie könnte nützlich sein, wenn Rokoff es wie üblich verbockt. Rokoff ist, naja, er ist eben Rokoff. Eine echte Nervensäge.
War früher bei der Fleet, bis wir ihn rausgeworfen haben. Nutzt jetzt seine Langstreckenerfahrung als Captain auf einem Trident Starliner, wodurch wir einen Kontakt in der Firma haben. Er versucht seit Jahren wieder den Fuß bei uns in die Tür zu kriegen, aber ich bin noch nicht bereit, ihn reinzulassen. Vielleicht kannst du das nutzen. Nicht das, was du denkst. Es ist eher ein Büro als ein Banktresor. Wenn du erstmal drin bist, kannst du auf einen Computer zugreifen und mehr über die Legacy herausfinden. Gut, genau das machst du nämlich auch. Neva und ich sind zu bekannt, um einfach so auf dem Starliner herumzuspazieren. Wenn die Security von Trident uns sieht, ist das aus. Du musst auf das Schiff gehen, Kontakt mit Rokov aufnehmen und mir den Zugangspass besorgen. Weißt du was? Das überlasse ich komplett dir. Wenn du denkst, dass er nützlich war, kannst du ihm eine Bezahlung versprechen. Aber wenn er dir im Weg ist, dann schaltest du ihn aus. Ich verstehe, was du meinst, Neuling, und keine Sorge, ich würde dieselbe Frage stellen. Beschaff mir einfach den Zugangspass. Alle anderen Wertsachen, die du auf Rokov Starliner findest, gehören dir. Das will ich hoffen. Oh, bevor du gehst, wollte ich dir noch sagen, dass ich mir deine Worte über Mathis zu Herzen genommen habe. Er darf der Fleet beitreten. Weil du den Job schließlich erledigt hast. Du bist meinen Befehlen gefolgt und hast deinen Hals riskiert, um diese Daten zum Schlüssel zu kriegen. Wahrscheinlich hast du Mathis durch das Schloss geschleift und ihn davon abgehalten, etwas Dummes zu tun. Soll mir recht sein. Okay, dann los. Dein nächster Halt ist Rokov Starliner, die Siren of the Stars. Und denk daran, Rokov muss nichts von Kriegs Vermächtnis erfahren. Das bleibt erstmal unter uns. Und jetzt los. Hey, Neuling. Ich muss noch kurz mit dir reden, bevor du gehst. Komm ins Last Nova, wenn du mit Mathis fertig bist. Müsstest du nicht für deinen Ausflug packen? Der Job bringt haufenweise Creds ein. Du deine Feinde schnell aus dem Weg räumen? Immer wenn ich Radley sehe, will ich ihm in die Fresse hauen. Ich wollte dir nur noch mal danken, dass du mich nicht bei Delgado hingehängt hast. Und dass du meinen Einsatz erwähnt hast. Echt cool von dir. Wenn er herausgefunden hätte, was ich vorhatte. Naja, ich will gar nicht daran denken, was er dann gemacht hätte.
was? Nein, bist du verrückt? Ich halte mich eine Weile im Hintergrund, mach ein paar Jobs für Voss. Besauf mich vielleicht. Vielen Dank und hey, wenn du mal was brauchst, Kampfunterstützung oder so, ich bin da. Solange du uns nicht erschießt, während du da hinten bist, verstehen wir uns sicher bestens. Und du, naja, pass auf dich auf. So sieht dann wohl die Definition von absolutem Chaos aus. Beweg dich lieber, bevor Dell dich beim Faulenzen sieht. Da bist du ja. Okay, pass auf. Ich arbeite seit Monaten mit diesem Arschloch Rockhoff auf der Siren of the Stars an einem Ding. Und ich habe nicht vor, mir die Kohle durch die Lappen gehen zu lassen. Also bringst du den Job für mich zu Ende. Das will ich dir ja gerade sagen, also hör zu. Rockhoff hat mir gesteckt, dass auf der Siren of the Stars irgendeine dämliche Wohltätigkeitsgala stattfindet. Die verleihen da den sogenannten Erdenretterpreis, der zigtausende von Credits wert ist. Es ist also ganz einfach. Während du auf der Siren bist, um dir den Galbank-Zugangspass zu besorgen, schnappst du dir auch den Preis. Nein, Dombrowski ist nur an Bord, um die Galbank VIP-Suite zu nutzen und sich auf Kosten der Bank zu amüsieren. Er feiert sicher mit den anderen verwöhnten Schnöseln, aber ich kann dir garantieren, dass ihm völlig egal ist, worum es bei dem Event geht. Ich habe Bilder von dem Preis gesehen. Da sind 12 blaue Diamanten eingelassen und er ist mit Gold verziert. Wenn Jazz ihn für mich zerlegt, kann ich den Preis in einen Batzen Cash umwandeln. Und die Einzelteile lassen sich nicht nachverfolgen. Und mir wäre es lieber, ich hätte den Gegenwert dieses Preises auf meinem Konto. Also musst du da leider durch. Du kannst dir so viele Witze und Ausreden einfallen lassen, wie du willst, aber wenn du nicht mit dem ER-Preis zurückkommst, ziehe ich dir das vom Sold ab. Ich kriege mein Geld auf jeden Fall. Wie viel du bekommst, liegt allein an dir. Verstanden? Wenn du nicht mit leeren Händen reinspazieren willst, lässt sie uns kaum eine Wahl. Rockhoff füttert mich nur mit Infos. Sobald ich ihn bitte, einen Finger zu rühren, erzählt er mir 5 rührende Geschichten, warum das nicht geht. Ich würde dir raten, ihn komplett außen vor zu lassen. Sonst kostet uns das beide ein paar Credits. Dann ist das ja geklärt. Gut. Okay, Neuling, wir sind hier fertig. Ab auf die Siren mit dir, erledige den Job. Weil du das bist. Du bist neu, unerfahren, Frischfleisch. Unter der ganzen Unerfahrenheit hast du sicher auch einen echten Namen. Aber ganz ehrlich, interessiert keine Sau. Also gewöhn dich an das Wort. Bis du dir deine Sporen verdient hast, bist du für alle in der Fleet ein Neuling. Wir reden später.
Interessant. Freiliegende Kabel, Rost hier und da. Ausgefallene Deko, muss ich sagen. Hör auf, Delgado! Außer du willst quer durch den Schlüssel. Also, das Willkommensschild passt ja wie die Faust aufs Auge. Ist genauso einladend. Ich mag meine Waffen wie meinen Kaffee. An Deck. Wo die Crimson Fleet ist, da sind auch wir. Hallo. Ich will mir gar nicht vorstellen, in welchem Zustand die Schlüssel waren. Du bist zurück? Und wie lief's? Ganz ehrlich, weil wir es noch nie so weit geschafft haben. Der letzte Agent, der die Fleet infiltrieren sollte, ist in der Leichenhalle in New Atlantis gelandet. Dann geht es voran. Perfekt. Gute Arbeit, Neuling. Ich wusste, dass wir Delgado überlisten können, aber Neva, die ist clever. Sie zu täuschen ist nicht leicht. Hast du schon etwas Berichtenswertes entdeckt? Ich kann deine Sorge verstehen, dich aber auch beruhigen. Jedes Mitglied dieser Crew wurde sorgfältig von mir und Lieutenant Toft überprüft.
Deine Informationen verlassen dieses Schiff erst, wenn sie vollständig verschlüsselt und kodiert wurden. Darauf hast du mein Wort. Laut unserer Informationen ist Delgado zwar ein charismatischer Anführer, hat aber nicht das beste Urteilsvermögen. Deswegen solltest du dich mit ihm gutstellen und dich von Neva fernhalten. Sie ist clever und hat bisher alles durchschaut, was wir versucht haben. Legacy, warum kommt mir das bekannt vor? Augenblick mal, soll das etwa heißen, Delgado hat Kriegs Vermächtnis entdeckt? Moment, Commander. Hast du Kriegs Vermächtnis gesagt? Bitte sag mir, dass du das nicht ernsthaft glaubst. Es weiß doch jeder, dass das nur ein, keine Ahnung, ein Mythos ist. Ich habe einen Beleg, dass das Wort Vermächtnis mit Kriegs Namen verbunden ist. Das ist ein zu großer Zufall, um es als Mythos abzutun. Gut möglich, Sir. Wir haben in letzter Zeit einige entsprechende Nachrichten abgefangen. Wir waren davon ausgegangen, dass das ein Märchen ist, um Rekruten anzulocken. Tja, das kleine Geheimnis können wir in etwa 10 Sekunden lösen. Mal sehen, was wir hier haben. Nö, keine Einträge zu einem Galbank-Transporter namens Legacy in der Datenbank. Ich glaube, Delgado will dich manipulieren. Commander? Ich glaube, es gibt keine Einträge, weil die Galbank etwas versteckt. Delgado ist kein Idiot. Wenn er seinen eigenen Hals riskiert hat, um an diese Infos zu kommen, dann weiß er etwas. Wir müssen das ernst nehmen. Wie geht das jetzt weiter? Das ist einfach. Wir haben eure Schiffe beobachtet, als sie auf Suvorov gelandet sind. Als er zum Schlüssel zurückkehrte und du nicht sofort nachgekommen bist, naja, da dachten wir, unsere Operation wäre vorbei. Hast du eine Ahnung, wie blamabel es für die Galbank wäre, zuzugeben, dass sie einen Transporter verloren haben? Völlig egal, ob das Schiff vor 5 oder vor 500 Jahren verschwunden ist. Wenn rauskommt, dass eine Bank Geld verschlammt hat, ist ihr Ruf ruiniert. Clever, Delgado. Sehr clever. Ich an deiner Stelle würde genau das Gleiche probieren. Wir müssen verhindern, dass Delgado die vielleicht größte Beute in die Finger bekommt, die die Crimson Fleet je gesehen hat. Vielleicht sollte ich nach New Atlantis fliegen und das Galbank-Management befragen, Sir. Wir müssen die Initiative übernehmen. Nein. Wir lassen die Sache laufen und uns von unserem Agent weiter mit Informationen versorgen. Das genügt vorerst. Es wird nicht reichen, den Transporter zu lokalisieren. Jasper Kriegs war clever. Und aus irgendeinem Grund ist er nie dort angekommen. Die Crimson Fleet wäre sonst ein vollkommen anderer Gegner. Und Kriegs nicht vor Jahren verschwunden. Auch wenn dieser verdammte menschliche Computer Shinya Voss das Geld versteckt hätte, unsere forensischen Buchhalter hätten es gefunden. Nein, der Crimson Fleet geht es finanziell nicht gut. So viel Geld haben sie, naja, noch nie gesehen. Das ist absolut entscheidend. Wenn die Crimson Fleet einen Transporter voller Geld in die Hände kriegt, wäre das desaströs für die besiedelten Systeme. Du musst alles tun, um uns weitere Informationen zu beschaffen. Und bring um Himmels Willen auf diesem Starliner niemanden um. Wegtreten, beide.